Nein, denn heute spielten alle für Gladbach. Nur der direkte Gegner Schalke 04 nicht. Die Borussen starteten mit ihrer bekannten Anfangsoffensive. Niekbur nicht nur in dieser Szene fehlerfrei. Ecke Jensen, Rainer Bonhoff vergab diese Möglichkeit. Bei Schalke 04 versuchte Branko Oblak, der überraschend von Berti Vogts gedeckt wurde, das Spiel zu ordnen. Erwin Kremers versetzte am linken Flügel Klinkhammer ein ums andere, Abramczyk verpasste. Gemessen an den Spielanteilen und den herausgearbeiteten Tormöglichkeiten hätte Gladbach zu diesem Zeitpunkt längst in Führung gehen müssen. Doch gelungene Kombinationen wie hier waren dann immer wieder durch ungenügenden Abschluss gefolgt. Schalke wurde des Öfteren von Libero Sobirein nach vorn gebracht. Mitte der ersten Halbzeit wurden Gladbacher Schwächen des Öfteren aufgedeckt. Auf der anderen Seite Einwurf Wimmer, Simonsen und Jensens Kopfball, Niekbur mit einer Reflexbewegung, die die Zeitlupenwiederholung noch einmal verdeutlichen wird. Dann die 44. Minute. Oblaks Eckball von Erwin Kremers direkt genommen, 1:0 für den FC Schalke 04. Die Wiederholung. Klinkhammer hatte den Torschützen nicht eng genug gedeckt und auch Torwart Kleff wirkte in dieser Situation nicht souverän. Zweite Halbzeit. Rainer Bonhoff, bester Borussenspieler. Chance für Henning Jensen und Verteidiger Dubski unterläuft fast ein Eigentor. Mönchengladbach vernachlässigte nun die Abwehrarbeit und deckte auch im Mittelfeld nicht mehr aufmerksam genug, sodass Schalke immer mehr Raum für Konterangriffe hatte. Oblak, gegen den Vogts heute überfordert schien, und Fischer deutet an, warum er mit 28 Treffern erfolgreichster Mittelstürmer dieser Saison ist. Klaus Fischers Aktion noch einmal in der Wiederholung. Kleff zeigt gute Reaktion. Borussia Mönchengladbach wurde in der Schlussphase immer wieder von Libero Wittkamp nach vorn getrieben. Simonsen und erneut Norbert Niekbur. Die Entscheidung dann in der 74. Minute. Schäffers Fehlpass ermöglicht Erwin Kremers diese Chance. Kleff beim Herauslaufen zu unentschlossen, 2:0 für Schalke durch den Spieler, der die Borussen 1969 verlassen und in den letzten 7 Jahren im Bökelberg-Stadion das einzige Schalker Tor erzielt hatte. Fazit aus Gladbacher Sicht: Der für die Meisterschaftsfeier geplante Sekt blieb im Kühlschrank. In der Kabine herrschte auch nach Bekanntgaben der anderen Bundesliga-Ergebnisse gedrückte Stimmung.